Wann wollen die denn jetzt mal endlich los? Die ganze Zeit sagen sie schon, ich muss einkaufen, ich muss dies machen für Mamas neuen Laden. Aber nein, die wollen anscheinend wirklich nicht weg hier. Müssen sie aber. Oh Mann, dieser Einkaufskorb ist echt cool. Der passt auch total gut zu meinem Pinguinstrampler. Mama, kann ich die ganze Zeit da drin bleiben? Dann könnt ihr mal gucken, ob die Kassiererin mich dann auch über diesen Scanner ziehen kann. Mal sehen, wie viel ich koste. Ja, Emma, das machen wir. Wir müssen uns allerdings ein bisschen ranhalten, ein bisschen beeilen. Weil es gibt ja eine neue Mitarbeiterin im Laden und die muss ich auch noch anleiten. Und wo ist Julian? Ich kümmere mich drum. Julian! Julian, jetzt komm schon! Also, mir geht's nicht so gut. Ich glaube, ich bleibe zu Hause. In einer halben Stunde sollte es mir besser gehen, wenn ihr wieder da seid. Ja. Du hast es gehört, Schatz. Julian scheint ein bisschen krank zu sein. Wir können jetzt so langsam los. Oh Mann, das war ja ziemlich einfach. Oh, einfach so Papa veräppelt. Julian, du weißt, dass du gerade laut gedacht hast, wie du hast den Papa veräppelt. Was meinst du denn jetzt damit? Oh, ja, nein, hab ich nicht. Papa, ich bin krank. Ja, das hab ich gesagt. Papa ist der Beste. Oh Mann, das war ziemlich knapp, weil sonst hätte Papa noch was von der Umzugsaktion heute mitbekommen. Aber psch, ich muss leise sein. Naja, gut, Julian, Schatz, wir können dann jetzt so langsam los. Der Julian, der führt hier Selbstgespräche irgendwie. Genauso wie du, Martin, aber können wir jetzt bitte endlich mal los? Ich muss noch einige Besorgungen machen für den Laden. Okay, nun ist es soweit. Wir haben hier jemand Neues bei uns in der Familie, aber wo soll der denn? Der muss ja hier in Hannas Zimmer, aber so wird das nichts. Also Steve wird hier ganz bestimmt nicht wohnen wollen. Also da müssen einige Sachen hier raus. Das ist ein bisschen zu mädchenhaft hier. Steve? Ja, du kannst jetzt kommen. Ist alles vorbereitet. Natürlich. Ja, die Leute von diesem Möbelgeschäft kommen auch später. Habe ich alles schon geklärt. Oh, ja, aber es ist noch gar nichts vorbereitet. Ich muss mich auf jeden Fall beeilen, weil so wird Steve bestimmt nicht hier bei uns einziehen wollen. Mm-mm. Also den Tisch hier, den brauchen wir hier sowas von gar nicht. Auch die ganzen anderen Sachen von Hannah brauchen wir nicht. Oh, sie hat hier ihre Tasche vergessen. Wie geht sie eigentlich momentan zur Schule? Frage ich mich an dieser Stelle. Der Schreibtisch kann auch weg und Hannah hat natürlich auch ihr Handy vergessen. Also was ist denn los mit ihr? Warum hat sie denn alles hier bei sich im Zimmer vergessen? Okay, Pia, du kannst natürlich hier im Zimmer bleiben, aber das Regal da, das muss weg. Und das Bett, aber das bekomme ich hier nicht raus. Oh, klasse, das wird Steve gar nicht gefallen. Hm, das kann ich auch nicht auseinanderbauen. Die anderen Sachen sind jetzt in der Garage, aber das Ding, oh Mann. Hey Steve, herzlich willkommen hier in der Luxusvilla. Ja, Julian, ich kenne doch euer Zuhause. Oder sollte ich jetzt eher sagen, mein Zuhause. Ja, du kannst gerne sagen, dein Zuhause, aber Steve, es weiß doch keiner Bescheid, damit du Bescheid weißt, ne? Das wird eine schöne Überraschung. Die haben hier einen neuen Sohn, und zwar Steve Vogel. Ja, ich weiß, meine Eltern wissen auch Bescheid, dass ich eine Woche jetzt zu euch gehöre in der Familie, weil Hannah ja nicht da ist. Ja, genau, gutes Thema. Hannah ist ein gutes Stichwort. Also, das mit dem Bett, ich weiß nicht, ob das klappt. Julian, ist das dein Ernst? Ich dachte, das Zimmer ist frei und ich kann all meine Möbel von zu Hause mitnehmen. Die sind gleich schon da, die von dieser Möbelpacker. Das kann doch nicht sein, Julian. Ich will nicht in diesem Prinzessinzimmer schlafen. Oh, das war ja klar, Julian. Ich kann nicht in diesem Bett schlafen. Also, schön ist das nicht. Schau dir das mal an, so pink und so schön und so blut. Nein, Julian, ich kann hier nicht schlafen, das geht so nicht. Ich glaube, ich muss mir ein anderes Zimmer für diese Woche suchen, weil ich habe mein Zimmer jetzt auch an jemand anderen vergeben aus der Parallelklasse. Stopp. Es kommt noch gleich die Möbelpacker, oder nicht? Ja, da hast du recht. Worauf willst du hinaus, Julian? Ja, ich hätte da so eine Idee. Ich habe noch ein bisschen Geld in meinem Sparschwein und naja, das können wir denen ja geben. Vielleicht packen sie das Bett dann auch raus. Also, wir sind doch hier richtig bei Familie Vogel. Hier soll noch das neue Kinderzimmer hin, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Wo sind denn eigentlich eure Eltern? Also eigentlich machen wir das ja nicht, weil ihr seid ja nur Kinder und wie wollt ihr uns jetzt hier einen Auftrag erteilen? Also tut mir leid, so können wir das natürlich nicht machen. Mm-mm, nicht möglich. Oh nein, also wir hätten da eine Idee. Also wir würden euch dafür gleich auch 50 Euro in die Hand geben, wenn ihr jetzt mein Bett auch noch hinpackt. Also dieses andere Bett dann auch woanders in die Garage packt. Na das hättet ihr doch gleich sagen können. 50 Euro, bar auf die Hand, das machen wir. Auf geht's, Manni. Ja, das wäre super. Oh, super, klasse. Oh Mann, Steve, du wirst ein Familienvogelmitglied. Für eine Woche. So, Julian, dann erzähl mal, wie sind denn so die Vogelkinder drauf? Also, alle sind doch nicht so wie du, oder? Also, Steve, ich sag dir, eins ist nur wichtig. Sei nicht so wie Hannah diese Woche. Also, die kommt ja nächste Woche wieder und das wird Bestrafung pur für mich. Alles klar, also nicht so wie Hannah sein. Das heißt, nicht auf Pferde stehen, keine Prinzessin sein. Wobei, ich bin gerne eine Prinzessin. Okay, das war nur ein Witz. Ich krieg das schon hin. So, das wär's dann. Wo sind denn die 50 Euro? Das Zimmer ist nämlich fertig. Was? So schnell? Das waren ja 5 Minuten. Ja gut. Ich hol's kurz aus meinem Sparschwein. Also, das war ja mal locker verdientes Geld, oder? Rucki zucki ging das. Normalerweise ist das ja im Preis enthalten, aber naja, Kinder kann man einfach übers Ohr hauen. Oh, super, Steve. Du bist jetzt offiziell hier bei uns in der Luxusvilla eingezogen.
Oh, diese neue Mitarbeiterin, die kommt alleine, glaube ich, gar nicht klar. Ich muss sofort wieder zurück in den Laden, wenn ich hier alles eingeräumt habe vom Einkaufen. So, Herr Vogel, es ist dann jetzt alles auch bereit in dem neuen Kinderzimmer. Der junge Herr, ich glaube, Ihr Sohn hat uns auch schon ein bisschen Trinkgeld gegeben. Was? Wie bitte? Wer sind Sie? Und mein Sohn? Oh nein, Julian. Neues Zimmer. Oh nein! Wie, was? Er hat ein neues Zimmer bekommen? Wie? Aber was ist mit mir? Mann, der kriegt sowas von Ärger. Julian Vogel! Also, was... Was soll das? Hier sieht's, Emma, hier sieht's aber ganz normal aus, muss ich sagen. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Also, hier ist alles in Ordnung. Bei dir im Zimmer... Oh, was ist denn mit Hannas Zimmer? Weil Hanna ist ja nicht da. Oh, ich sag dir, Steve, ich werde ab sofort immer in deinem Zimmer chillen. Du hast hier ein Sofa und sogar dein Bett. Ja, das ist genau das gleiche Hochbett wie bei euch, aber ich habe hier so eine schöne Burg, weißt du, mit so Gittern und so. Das sieht auch ziemlich cool aus. Ich sag dir, dein Zimmer ist richtig cool geworden und Pia hat dich ja auch noch Platz gefunden. Das wird richtig toll. Und jetzt bleibst du so lange, bis Hanna wieder da ist. Und ich glaube, meine Eltern freuen sich auch, weil die hatten ja immer 3 Kinder und jetzt hatten sie nur 2. Jetzt haben sie schon wieder 3. Das ist jetzt wieder normal. Julian Vogel, was hast du getan? Ein Gefallen? Ich habe einen Gefallen getan. Also, mehr eigentlich nicht. Ich habe euch geholfen, verstehst du? Damit ihr wieder 3 Kinder habt. Ach so, Überraschung. Steve ist jetzt Teil unserer Familie. Hallo, Herr Vogel. Also, ich bin der Steve. Also, Sie kennen mich und ich sollte vielleicht jetzt Papa sagen. Hallo, Papa. Sag mal, bist du jetzt total verrückt geworden, Julian? Was ist mit dem Zimmer deiner Schwester? Du kannst doch nicht einfach deine Schwester hier rausschmeißen. Also bitte, sie kommt doch in ein paar Tagen schon wieder. Das kann doch echt nicht wahr sein. Der Neue, der bekommt jetzt einfach das große Zimmer, aber ich wäre doch an der Reihe gewesen. Hallo? Was ist das nur für ein Lärm gerade gewesen? Und wo Steve? Was hast du aus Hannas Zimmer gemacht? Hallo, Frau Vogel. Also, ja, ich sollte Mama sagen. Hallo, Mama, ich bin dein neuer Sohn. Steve, ganz ruhig. Also, wir finden dich wirklich nett. Also, du bist ein ganz, ganz toller Junge. Aber unser Sohn bist du eigentlich nicht, das weißt du. Also, kann mir einer mal bitte erklären, was hier jetzt los ist? Ich verstehe gar nichts mehr. Oh, ja, gut, ich erkläre es mal für alle. Ich wollte eigentlich allen nur was Gutes tun. Also, Steve bleibt jetzt für ein paar Tage bei uns, bis Hannah wieder da ist. Damit ihr wieder ein normales Leben habt. Also, ihr hattet ja einmal 3 Kinder, ihr beiden, ne? Und jetzt habt ihr wieder 3 Kinder. Und deswegen haben wir Hannas Zimmer umgebaut. Und keine Sorge, all ihre Sachen sind in der Garage. Also, entspannt euch, ist doch alles super. Ja, alles normal, alles in bester Ordnung. Martin, kannst du dich bitte darum kümmern? Ich muss sofort in den Laden. Ja, Schatz, geh du nur in den Laden. Ich versuch's zumindest. Weißt du was? Das wird mir hier viel zu verrückt hier. Steve, weißt du was? Bis Sonntagabend kannst du gerne hierbleiben, weil dann kommt Hannah zurück und dann ist wieder hoffentlich alles normal hier. Oh Mann, Steve, hast du das gehört? Du bist jetzt Teil unserer Familie. Oh super, nenn mich Steve Vogel. Heißt das jetzt, ich habe noch einen großen Bruder und der ist bestimmt nicht ganz so nervig wie Julian, oder? Oder Steve? Hey, was soll das denn heißen? Ich bin nicht nervig und... Na egal, also ja, du hast ja 2 große Brüder. Bis Sonntag. Also du hast auch eine große Schwester, aber Hannah ist ja momentan nicht da. Ja, Emma, ich bin dein großer Bruder für ein paar Tage. Das heißt aber nicht, dass du mich jetzt die ganze Zeit nerven musst. Und ich muss doch bestimmt nicht mit Prinzessin spielen, oder? Na klar musst du das. Was glaubst du sonst, warum du hier bist? Irgendwas musst du auch für mich rausspringen. Ich bin mal gespannt, wie Steve sich so macht als mein neuer großer Bruder. Aber eins muss ich dir lassen, dein Zimmer ist auf jeden Fall schon richtig klasse. Ja, stimmt, da hast du recht, Steve, ist ziemlich cool. Danke, danke. Und Pia bleibt auf jeden Fall bei mir. Wird meine beste Freundin hier bei mir zu Hause. Damit bin ich also für ein paar Tage hier Mitglied bei Familie Vogel. Das wird bestimmt witzig. Oder auch nicht. Hannah und Papa, die sind ja jetzt ins Krankenhaus gefahren wegen den Beinen von Hannah. Und ich bin jetzt hier auf dem Spielplatz. Aber wo ist nur Steve? Wir wollten uns doch hier verabreden auf diesem Spielplatz. Oh, wie soll ich den jetzt finden? Steve, bist du hier? Oh, da bin ich mal einmal zu ihm in die Gegend gefahren, hier zu seinem Spielplatz, den kenne ich so gar nicht und ich finde ihn natürlich nicht. Aber, cool, die haben da oben so ein Baumhaus oder so ein Clubhaus, das sieht ja ziemlich cool aus, aber da sind ja andere jetzt. Oh, wo ist Steve? Oh, ich sehe sogar ein paar Kita-Kinder hier. Sind die nicht bei Emma in der Kita oder so? Hat sie mal erzählt. Oh, und da, die kenne ich doch auch, natürlich. Hey, Ashley, wohnst du auch hier in der Gegend? Das wusste ich gar nicht. Du, sag mal, hast du Steve gesehen? Hey Julian, nee, Steve habe ich nicht gesehen, aber du kannst gerne hier bei uns bleiben, wenn du möchtest. Lieber später, wenn ich vielleicht Brokkoli gegessen habe oder was anderes Schlimmes. Möchte ich nicht, danke. Ich suche mal nach Steve weiter. Oh, wo ist der nur? Da hat er gesagt, ich soll pünktlich sein und selber ist er nicht pünktlich. War ja klar. Steve, versteckst du dich hier? Nein, natürlich nicht. Oh, auf der Kletterwand ist er auch nicht. Oh, Steve! Oh, kennst du den Jungen da hinten mit dem Skateboard? Der sieht ja voll süß aus. Ach, meinst du den da hinten, den mit den roten Haaren? Das ist Julian Vogel. Den kennt ja wohl jeder hier in Playmobil City. Aber ich würde lieber die Finger von ihm lassen. Ashley ist schon an ihm dran.
Ach, wer ist denn Ashley? Ist mir doch egal. Als ob ich mich davon abhalten lassen würde. Hey, Julian! Julian, hier oben! Hä, was? Was? Wer? Julian! Steve? Steve! Nein, hier oben! Oh, wir sind das! Ach so, okay. Hey, Julian! Hast du Lust, mal hier hochzukommen? Wir haben hier ein ganz tolles Baumhaus. Kannst auch reinkommen. Oh, also da rein? Okay, ja, Steve ist sowieso noch nicht da. Deswegen, ja, ich komme mal hoch. Hey, Ashley, kannst du vielleicht auf mein Skateboard aufpassen? Oh, Julian, willst du echt da hoch zu gehen? Ja, ganz kurz. Also, ich würde es lieber nicht machen. Ist doch egal. Tu's ganz kurz, nicht. Ich bin gleich wieder da. Boah, ich sag dir, Mann, geh da nicht hoch. Geh da nicht hoch. Was die da alles verlangen, na, das geht gar nicht. Hä, was sollen die denn verlangen? Ah, wollten die vielleicht dein Taschengeld? Nee, meins kriegen die nicht, aber das kläre ich schon mit denen. Oh, was für eine Unverschämtheit. Keine anderen Mädchen. Mann, dann gehe ich eben wieder nach Hause. Oh, also wenn da nicht so viele Mädels oben sind, habe ich nicht so das Problem. Aber was machen die denn dann da oben? Also von mir wollten die gar nichts. Also das verstehe ich nicht. Ich wollte doch nur hier in dieses Baumhaus. Aber nein, die lassen mich nicht rein. Okay, also warum beschweren sich denn alle? Das ist doch einfach hier so ein Baumhaus auf dem Spielplatz. Also gehört das irgendjemand? Muss man hier Miete zahlen oder so? Nein, also. Oh, hey, hi. Oh, hey, hey, Julian. Herzlich willkommen hier in unserem Baumhaus. Oder wir nennen es auch manchmal Clubhaus für ausgewählte Leute. Okay. Hey, also ich bin Irina und das ist meine Freundin Marie. Und du, Julian, bist natürlich herzlich eingeladen, in unser Clubhaus zu kommen. Oh, klasse. Ja, und was kann man da so machen? Aber bitte keine Mädelssachen echt nur. Echt blöde Frage. Wir haben da alles Mögliche. Spielzeug, wir haben sogar einen kleinen Fernseher. Was? Gekühlte Getränke. Habt ihr da auch eine Nintendo Switch oder so? Klar. Wow. Also du kannst gerne reinkommen, aber nur unter einer Bedingung. Oh ja, kein Problem, kein Problem. Also ich kann auch ein bisschen Taschengeld abdrücken, ein bisschen, so als Miete. Kein Problem, wenn ich dann Nintendo Switch spielen kann, weil ich habe keine zu Hause. Nein, nein, Julian, gib mir mal deine klasse. Hand. Dann sage ich dir, was die Bedingung okay, ist. Okay, einfach nur die Hand geben, okay. Komm mal ein bisschen näher. Ja, okay, wieso denn? Und jetzt küss mich. Wie, was? Weg! Und danach bin ich dann noch dran. Was soll das denn? Nein, ich will euch nicht küssen. Lieber küsse ich ein Monster. Mit ganz, ganz vielen Pickeln und was Warzen. Was soll das denn heißen? Ich wollte doch nur, dass du uns küsst. Mehr doch nicht. Also, du bist echt richtig fies. Dann geh doch rein. Dann kommst du hier eben nicht rein in unser Clubhaus. Oh, lieben gern. Wenn ich euch küssen muss. Und wer ist hier fies? Du wolltest mich einfach küssen ohne Erlaubnis. Ich hoffe, ich werde nicht krank oder Boah, so. Boah, du Fiesling. Seh zu, dass du wegkommst. Lass dich hier nie wieder blicken. Lieb gern. Och, komm schon. Nur ein Kuss, bitte. Boah, die sind doch total verrückt, diese Mädels. Also, Clubhaus? Ja, okay, das ist schön und gut. Und ich glaube nicht, dass die da eine Nintendo Switch haben. Glaube ich nicht. Also dieser Spielplatz wird mir echt zu viel ohne Steve. Ich bin weg. Oh, Julian, ich hatte dich vorgewarnt. Ich habe gesagt, geh nicht nach da oben. Naja, dass das gerade Ashley sagt, wundert mich schon. Dabei wollte sie mich doch immer in der Kita küssen. Naja, ich bin weg. Was ist denn da auf dem Bolzplatz los? Warum sind da so viele Kinder? Also ich kann nicht wirklich was erkennen. Oh, ich sehe nur den großen Julian. Oh Mann, und ist das Mario? Oh, da will ich gar nicht erst hin. Was machen die denn da? Und warum jubeln denn die anderen so? Was ist denn da? Wie? Da ist ein Junge am Pfosten. Die ist ja gefesselt. Das ist Steve! Kein Wunder, dass er nicht zum Spielplatz kommen konnte. Hey, Steve! Hey, lass ihn in Ruhe! Hey, sag mal, also so war das eigentlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur zum Spielplatz. Ich wollte hier nicht gefesselt sein. Hey, Ruhe. Dich hat keiner gefragt. So, wir bestimmen jetzt die Spielregeln und das Geld sammeln wir dann auch gleich ein. Also, ich würde da mitmachen, wenn ich nur einen Teil davon abbekomme, bitte. Boah, Erstklässler, sei mal ruhig. Sei froh, dass wir deinen Freund Julian nicht gefunden haben. Was? Hier bin ich sogar freiwillig. Lass meinen Freund in Ruhe, meinen besten Freund. Oh, hey, Julian, also an deiner Stelle will ich nicht hinkommen. Die haben noch einen Teil und der andere Pfosten ist auch noch frei. Also, komm lieber nicht. Ach nee, sieh mal einer an. Wenn man vom Teufel spricht, das ist doch Julian Vogel. Hey, was soll das hier eigentlich? Ihr dürft das nicht machen. Also, seid froh, dass ihr keine Erwachsenen sind, sonst hättet ihr richtig Ärger am Hals. Aber jetzt bin ich da. Stevie, ich befreie dich. Hey, das lässt du schön lass bleiben. Lass mich in Ruhe. Lass sonst mich los. Du bist auch noch gefesselt. Ach, kümmerst du dich bitte darum? Wir müssen jetzt hier gleich das Geld einsammeln. So, für jeden Schuss müsst ihr 1 Euro bezahlen. Dann dürft ihr auf Steve schießen. Also, muss das sein? Also, bitte nicht. Bitte nicht ins Gesicht oder so. Und wie sieht's denn jetzt mit dem Geld aus? Krieg ich dann auch gleich was, wenn der Ball geschossen ist? Steve, lass dir das nicht gefallen. Schütz dich. Boah, ihr seid sowas von fies. Sowas würde ich niemals machen. Aua, das war voll in den Bauch. Volltreffer, wer will als nächstes? Kostet Geld, habe ich gesagt. Oh, also, du hast jetzt nichts dafür bezahlt? Krieg ich keine 50 Cent oder so? Da hätte ich mir eine gemischte Tüte kaufen können vom Kiosk. Wisst ihr was? Das bekommt ihr jetzt alles zurück. Wisst ihr, ich kann richtig gut Fußball spielen. Und du, großer Julian, das bekommst du sowas von zurück. Steve, ich werde dich rächen. So, und Schuss! Oh, was willst du denn wieder? Oh, Julian, kannst du nicht einfach hier verschwinden? Oh, Volltreffer! Aua!
Mama? Ich sag dir, Julian, das bekommst du sowas von zurück. Warum ist es denn hier so voll heute? Also, naja, gut, ich bin der Herr Fit und der Herr Fit, der muss fit bleiben. Deswegen drehe ich hier ein paar Runden auf dem Bolzplatz. Nochmal, komm, wir packen uns, Julian. Was ist denn da los? Sind das nicht... Das sind doch Schüler von unserer... von der Grundschule. Okay, Julian, Julian, jetzt mit dem Außenriss. Jetzt mit dem Außenriss. Das wird ein Volltreffer. Voll ins Gesicht. Oh, das kriegst du zurück, sag ich dir. Ha! Ich hab euch gesagt, legt euch nicht mit mir an und nicht mit dem Steve. Das macht man nicht. Also, was ist hier denn los? Julian, gibt's hier ein Problem? Hey, Leute, Herr Fit ist da. Wir müssen schnell abhauen. Komm, Mario. Aua. Oh, das ist doch unser Sportlehrer. Schnell weg hier, bevor der uns sieht. Ja. Jetzt haut ihr alle ab. Jetzt seid ihr alle Angsthasen, ne? War klar. Los, Mario, komm rüber. Ja, ich komm schon. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Julian Vogel, das bekommst du noch zurück. Oh Mann, wir haben jetzt keine Zeit für deine Pläne und für deine irgendwelchen komischen Sätze. Los jetzt, wir müssen los, bevor wir noch Ärger bekommen. Ja, ja, dich meine ich, Mario. Wir sehen uns noch. Oh, ja, wir sehen uns auf der Schule. Oh Mann. Aber mit dem Ball habe ich dich ziemlich gut getroffen. Julian, kannst du mir mal bitte erzählen, was hier los ist? Gar nichts, Herr Fit. Das klären wir unter uns Schülern. Also das sah ja nicht so lustig aus gerade. War es auch nicht, aber trotzdem. Naja gut, dann gehen wir am besten nach Hause. Ich drehe hier meine Runden. Ja, ist gut. Danke, Julian. Also ich wäre sehr gerne zum Spielplatz gekommen, aber du siehst ja, ich konnte leider nicht. Kein Problem, Steve. Oh, endlich bin ich wieder frei. So, Julian, wenn wir schon mal hier sind, die haben auch ihre Bälle vergessen. Wie wär's, wenn wir damit ein bisschen spielen? Aber Julian, kannst du ein bisschen ins Tor? Ich habe schon genügend Bälle gehalten heute mit meinem Bauch. Ja, kein Problem. Ich mach das. Ich bin auch für dich da, Steve. Och Mensch, Julian, lass uns doch auch mal rein. Immer das Gleiche mit dir beim Bällebad. Platz da. Also das kann wirklich nicht sein. Ihr seid die ganze Zeit hier drin und wir nicht eine einzige Minute. Können wir nicht auch mal? Das tut mir leid. Heute ist das Bällebad für die Jungs reserviert und ihr seht nicht so aus, als wärt ihr Jungs. Das tut mir leid. Keine Mädchen im Bällebad heute. Also das finde ich auch. Heute Sarah und Kira, heute könnt ihr hier nicht rein. Heute ist es für Jungs reserviert. Ach, was ist das denn für eine blöde Regel? Ob Junge oder Mädchen, ist doch egal. Außerdem, wir haben abgemacht, dass wir ab 10 Uhr hier rein dürfen und das ist schon viel später. Ja, woher willst du das denn wissen? Du kannst doch die Zahlen noch nicht mal richtig lesen. Also bitte, heute ist nur für Jungs, keine Mädels erlaubt. Tut mir leid. Boah, sowas von unfair, wie der mich aufregt. Oh Mann, dieser Julian. Yay, die Jungs haben mal wieder gewonnen und die Mädels verschwinden. Das gibt hier eine Bombe im Bällebad. Ich komme. Hey Julian, also nicht so wild, sonst fliegen die ganzen Bälle raus. Nein, nicht nur wie im Schwimmbad. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, Steve? Kira und Sarah sind jetzt weg. Heute keine Mädels im Bällebad. Ganz einfach. Und davon kriegt mich doch keiner ab. Ich verstehe das auch nicht. Warum sind die mir so blöd? Getan, Mann. Ich weiß überhaupt nicht, was Julian gegen uns hat. Weiß ich auch nicht. Sarah, also diesmal dürfen wir uns das wirklich nicht gefallen lassen. Die denken, die können machen, was sie wollen mit uns. Komm mit, ich hol was aus dem Schrank. Julian wird richtig Augen machen. Und Steve erst. Oh, was ist da denn im Bällebad? An eurer Stelle würde ich da schnell wieder rausgehen. Schleunigst. Also bitte, ihr denkt doch jetzt nicht wirklich, dass ich darauf reinfalle oder wir, Steve. Hä? Was sagst du dazu? Wir bleiben hier drinnen. Ah, alle Schlange raus da, Julian. Oh, wie ist die denn da hingekommen? Also, Schlangen gibt es doch hier im Playmobil City nicht mehr, oder? Oh, Steve, das ist doch keine echte Schlange und auch wenn, die macht doch nichts. Das ist so eine Gummischlange, die haben die doch aus dem Schrank. Oh, Steve, das weißt du doch. Bist du dir sicher, dass sie nicht echt ist? Also, sie sieht ziemlich echt aus, muss ich sagen. Denkt ihr jetzt wirklich, hiermit bekommt ihr uns raus? Nee. Ich bleib hier im Bällebad und ihr dürft nicht rein. Die Schlange kann ruhig bleiben. Oh, Julian, jetzt lass uns endlich da rein. Hier kann jeder ins Bällebad, der will. Warum nur du? Das wird heute nicht passieren, egal was passiert. Mann! Was hat der gesagt? Egal was passiert? Na, er wird schon sehen. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich habe da letztens so ein Video gesehen. Da hat jemanden hypnotisiert und der hat dann alles gemacht, was er wollte. Ob ich das wohl mit Julian hinbekomme? Oh, ist das toll. So ganz alleine im Bällebad. Und keiner wird mir hier meine Meinung ändern können. Ich bleib immer hier im Bällebad, egal was passiert. Sarah, was hast du denn mit dem Schlüssel vor? Willst du ihn einsperren? Ach, wart mal ab. Guck einfach. Julian, darf ich mal kurz um deine Aufmerksamkeit bitten? Also du kannst auch im Bällebad bleiben. Einfach nur mal kurz hier auf diese Schlüssel schauen. Also du musst dich aber richtig auf die Schlüssel konzentrieren. Also nur auf die Schlüssel. Guck doch schon. Ja gut, ist ja gut. Okay, wenn ich im Bällebad bleiben kann und ihr nicht reinkommt, dann ist das in Ordnung. Ich konzentriere mich auf die Schlüssel. Aber warum wedelst du denn damit rum? Nach rechts, nach links. Julian, schau nur auf die Schlüssel. Also nach links, nach rechts, auf die Schlüssel. Okay. Und hör auf meine Stimme. Ja. Also nur auf die Schlüssel schauen. Sarah, was machst du denn da? Ich weiß es, glaube ich. Willst du ihn hypnotisieren? Julian, du wirst jetzt ganz schläfrig und immer müder und schaust weiter auf die Schlüssel. Oh, ich bin müde.
So, Julian, du bist jetzt eingeschlafen, du bist jetzt in Trance. Hör weiter auf meine Stimme. So, Julian, du schläfst weiter, immer weiter schlafen. Und wenn ich jetzt gleich mit den Fingern schnipse, dann bist du ein Hund, der bellt. Ja, ich bin ein Hund, der bellt. Sarah, meinst du wirklich, dass das funktioniert? Also, dass er jetzt ein Hund gleich ist? Wir werden sehen. Also, Julian, steh auf. Wuff, 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 wuff. Wuff, 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 wuff. Wuff. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, das klappt ja. Er ist ein Hund. Wuff, wuff, wuff. Julian, jetzt bist du ein großer Hund und du gehst auf allen Vieren. Wuff, 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 wuff. Was machen denn die Kinder da? Wuff, wuff. Julian, geht's dir nicht gut? Ich glaube, die spielen wieder Tiere. Ich glaube, er ist ein Hund. Wuff. Oh. Julian, nicht, dass du mich fasst. Ich hab nichts für dich. Wehe, du pinkelst mir ans Bein. Hey, ja, also Julian, jetzt bist du eine Katze und bist ganz freundlich. Miau, miau, miau. Jetzt eine miau. Katze von Hund auf Katze. Ist ja toll. Julian, nicht an meine Füße. Ha, perfekt. Jetzt, Julian, bist du wieder ein Mensch. Und du sprichst Französisch und liebst Brigitte. Das wird lustig. Julian, was soll das denn bonjour, werden? Bonjour, Brigitte. Je t'aime, mon amour. Oh mein Gott, das ist so lustig. Er liebt Brigitte. Was, Julian, du liebst Je m'appelle mich? Julian. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich spreche kein Französisch. Merci. Ja, Julian, reicht jetzt. Jetzt kommst du hier zu mir und stellst dich vor mir hin. Und sagst gar nichts. Oh Mann, der steht jetzt wirklich einfach nur da. Und seine Augen, die sind so leer. Er ist überhaupt nicht wie Julian. Wer ist das? So, Julian, als nächstes gehst du zu Ashley und popst sie in der Nase. Ey, Julian, lass das! Das ist meine Nase! Du bist doch total verrückt geworden! Du kannst doch nicht in meiner Nase popeln! Oh Mann, das ist sowas von eklig! Julian, lass das bloß, Sarah! Sag ihm nicht sowas Ekliges! Nachher isst ihr die Popel noch! Ja, Julian, reicht jetzt! Reicht! Als nächstes gehst du zu Steve und küsst ihn! Hey, was soll das? Hey, weg mit deinen Lippen, was soll das, Julian? Also, das muss doch nicht sein. Was hast du gefrühstückt? Oh, du stinkst aus dem Mund. Ich will dich nicht küssen. Nicht heute. Oh Mann, ich hab richtig Bauchschmerzen schon vom Lachen. Das ist der lustigste Tag jemals hier in der Kita. Julian, kannst du das bitte lassen? Hör bitte auf, Steve zu küssen. Brigitte, tu was. Du jagst ihn durch die ganze Kita. Jetzt ist Schluss. Ha, Julian. Noch eine gute Idee. Wie wär's, wenn du dein I like to move it dance machst und das in Unterhose? Aha! Aber heute ist nicht Tag der Unterhose. Das ist egal. Also mach das trotzdem. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Julian, you like to move it. Was machst du denn da? Du musst doch nicht eine Badehose rausholen fürs Bällebad. Jetzt ist Schluss. Oh Mann, Julian. Das ist sowas von peinlich. Also Julian, du kannst dich wieder anziehen. Kira und Sarah, seid ihr dafür verantwortlich? Tanzt jetzt Julian nach eurer Pfeife? Oh, Brigitte, je m'appelle Julian, je t'aime. Sarah, sag mal, wieso spricht denn Julian jetzt schon wieder Französisch? Er ist doch voll aus einer Rolle gefallen. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Kann mir vielleicht einmal hier erklären, was hier los ist? Wuff. Du vielleicht nicht, Julian. Jemand anders? Brigitte, wir haben Julian nur hypnotisiert und irgendwie ist das, glaube ich, gerade ein bisschen zu viel für seinen Kopf. Bitte was? Ihr habt ihn hypnotisiert? Wie ist das denn? Wie habt ihr das gemacht? Ach, egal. Macht's einfach rückgängig. Ich möchte den alten Julian wieder haben, nicht den Hunde-Katzen-französischen Julian in Unterhose. Also jetzt hat der Spaß wirklich ein Ende. Mach's bitte rückgängig, Sarah. Ich weiß nicht wie, aber lass das Ganze jetzt zu Ende gehen. Also gut, ja gut. Also Julian, wenn ich jetzt schnipse, dann bist du wieder der ganz Normale. Hey, warum? Ich war doch eben noch im Bällebad. Hey, nein, ich bin im Bällebad. Oh, Glück gehabt. Er ist wieder da. Guck, Brigitte, alles ist in Ordnung. Hä, wo soll ich denn gewesen sein? Ich war doch die ganze Zeit hier und warum seid ihr auf einmal alle ums Bällebad hier versammelt? Da darf keiner rein, nur ich! Ach, Gott sei Dank, er ist wieder zurück. Julian, wo hast du denn Französisch gelernt? Kannst du das immer noch? Was? Brigitte, pss, nichts sagen. Also, er soll nichts davon wissen. Von was soll ich nichts wissen? Ist mir auch egal. Hauptsache, ihr dürft nicht ins Bällebad, damit das klar ist. Okay, ich bin auf jeden Fall froh, dass du wieder der Alte bist. Und du hast das Bällebad heute für dich alleine. Du kannst alleine da reingehen, kein Problem. Ja, ist okay, aber Steve, komm rein, los, komm mal! Ach nee, Julian, nicht heute, ich will dich nicht schon wieder küssen, nein! Hä? Was denn für küssen? Wie ich mit dir rumknutschen? Nee!
Mama, was machen die denn da? Das sieht ja total komisch aus. Beißen die sich in den Kopf? Ihh. Emma, die beißen sich nicht in den Kopf, die küssen sich. In den Kopf beißen. Also, langsam ist Schluss mit den Gruselfilmen. Hey, was macht ihr da? Mir ist ziemlich langweilig und ich wollte mal gucken, was ihr so macht. Ne? Was guckt ihr denn da? Ach, wir gucken so einen Liebesfilm. Die beißen sich in den Kopf. Ich meine, die küssen sich. Total eklig ist das. Oh Mann, muss das denn sein? So ein romantischer Liebesfilm? Das mag ich nicht. König, umschalten bitte. Es gibt doch irgendwo bestimmt Ninja Warrior oder so. Julian, es wird jetzt nicht umgeschaltet. Du kannst dich gern dazusetzen. Wollen wir den nicht zusammen gucken, den Film? Ja, wenn's sein muss. Ich meine, ich habe sowieso nichts anderes zu tun. Und dann tue ich mir lieber das an, anstatt irgendwie mein Zimmer aufzuräumen. Na gut, Kinder, es ist schon spät. Ich mach mal den Fernseher aus und ihr ab ins Bett. Oh, dieser Film war einfach nur total die Zeitverschwendung. Wir hätten mal Pepper Woods gucken sollen. Ich gehe ins Bett. Ist gut, Emma. Julian, wie hat dir denn der Film gefallen? Mama, also ehrlich, ich habe einiges hier in diesem Film gesehen, was ich später nutzen werde. Ich weiß, wie ich das Herz eines Mädchens jetzt gewinnen kann. Ganz einfach. Das ist wirklich ein Kinderspiel. Also ich bin jetzt der totale Romantiker, damit du Bescheid weißt. Ist gut, Julian. Oh Mann, ich glaube, er nimmt den Film wirklich viel zu ernst. Das ist nur ein Film. Dann schlaf mal schön, Julian, und denk dran, der Film, das war nicht real. Also so viel solltest du dir nicht davon abgucken. Mama, lass das doch mal mein Problem sein. Also ich bin jetzt richtiger Frauenversteher. Das heißt, falls du mal Probleme haben solltest, komm erstmal zu mir bitte, okay? Und nicht zu Papa. Julian, hörst du mich? Du ein Frauenversteher, ich glaube, ich kaputt. Ja, ja, Emma, du wirst schon sehen. Also wenn du die ersten Probleme hast, dann wirst du sowieso zu mir kommen. So, gute Nacht. Aber ich kann doch nicht schlafen. Ich müsste vielleicht noch ein paar Vorbereitungen für die Schule morgen machen. Erstmal hier jetzt aus dem Bett schleichen. Ja, perfekt, die schlafen ja ganz tief. Super. Was könnte ein Mädchen so beeindrucken? Ich meine, außer, dass ich super Minecraft spielen kann. Blumen natürlich, klar. Oh, die sehen doch ganz schön hübsch aus, wie aus dem Film, aber... warum stinken die denn so? Na, egal. So, jetzt ab in den Rucksack und ihr kommt morgen mit in die Schule. Oh, das wird klasse. Ich glaube, alle Mädels werden hinter mir herlaufen. Alles, was ich im Film gelernt habe, werde ich morgen mal versuchen. Ach, Julian, du bist wirklich heute früh dran. Gibt's da irgendeinen Grund für? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß in der Schule. Muah. Naja, ich habe heute ganz schön viel vor. Ich habe eine riesen Mission. Ich krieg das aber hin. Eine Mission? Das klingt ja wirklich aufregend. Ich hoffe nicht, dass es hier irgendwie eine Liebesmission ist. Eieiei. Oh, Steve, klasse, du bist schon da. Super, ich habe was vor mit dir. Ja, also ich bin nicht freiwillig so früh da. Ich habe das mit der Zeitumstellung noch nicht so ganz verstanden. Ja, aber dann wärst du doch zu spät, weil wir haben... Das ist ja auch egal. Steve, bist du immer noch auf der Suche nach einer Freundin? Weißt du was? Also ich habe ja deine kläglichen Versuche schon öfters gesehen. Und naja, Julian Vogel ist da, um dir zu helfen. Ich werde dein neuer Flirtlehrer. Okay, Steve, wir haben uns perfekt vorbereitet. Und jetzt gehen wir erstmal aus dem Klassenraum, okay? Und tun gleich so, als ob wir... Komm einfach mit. Was ist denn das? Ein Herz ist da drauf. Ein Brief für mich. Ich habe auch einen bekommen und da ist auch ein Herzchen drauf. Das ist aber merkwürdig. Mal sehen, was da steht. Liebe Mia, ich finde dich richtig klasse. Du bist wunderschön. Ich mag deine blonden Haare und du bist einfach nur ein cooles Mädchen. Dein unbekannter Verehrer. Was? Dann hast du ja auch einen Liebesbrief. Also, bei mir steht auch was drin, aber über mich. Liebe Sarah, ich mag deine roten Haare und so weiter. Dein heimlicher Verehrer. Aber derselbe Brief ist es nicht. Es ist auch eine andere Handschrift. Dann haben wir beide Verehrer. Das ist ja toll. Oh, super. So einen tollen Brief habe ich noch ich nie auch gekriegt. Nicht. Ich freue mich richtig. Julian, guck mal, ich glaube, es hat geklappt. Die freuen sich ja richtig. Ich hoffe über den Brief. Guten Morgen, Kinder. Dann können wir ja mit dem Matheunterricht starten. Seid ihr soweit? Was liegt denn hier auf meinem Platz? Also, Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Was ist das? Du, Ines, so einen haben wir auch bekommen. Wir haben ihn aber nicht gelesen. Was ist da drin? Alle haben einen Brief bekommen und ich habe keinen. Oh, das ist ein Liebesbrief. Da findet jemand Schmetterlinge genauso toll wie ich. Von wem ist der wohl? Steve, bleib ganz cool. Wir dürfen uns nichts anmerken lassen. Wer war das nur? Und gleich gibt's die Überraschung. Ein Brief? Also so wie es aussieht, habe ich auch so einen bekommen. Ein Liebesbrief für mich? Steve, wie? Frau Chillig auch? Also das musst du doch jetzt nicht sein, oder? Aber Julian, sie ist halt das coolste erwachsene Mädchen. Was soll ich denn machen? Also tut mir leid, das musste sein. Oh, also so wie es aussieht, hat wirklich jemand ziemlich viele Liebesbriefe geschrieben. Oder kommen die alle von unterschiedlichen Personen? Also da scheint jemand wirklich verliebt zu sein. Ja, das kann ich ja aber laut sagen. Also ich liebe ja alle Mädchen. Oh, das ist so unfair. Alle haben einen bekommen und ich nicht. Oh, also alle Briefe sind gut angekommen, aber da ist ein Herz gebrochen. Das wusste ich nicht. Julian, das wollte ich jetzt aber nicht. Also ich kann es nicht ertragen, wenn Mädchen weinen. Oh, was ist denn, meine Kleine? So schlimm ist das nicht. Du bekommst sicherlich auch noch einen. Vielleicht von einem ganz anderen Jungen, von einer anderen Schule oder so. Julian, gib mir sofort diesen Blumenstrauß. Ich brauch den jetzt. Los, das ist ganz wichtig. Oh, Steve, dann fliegen wir aber auf und meine ganze Taktik und so. Nein, das können wir nicht machen. Das bleibt geheim. Oh, Julian, wenn du mir die nicht geben willst, dann hol ich mir die jetzt aus deiner Tasche raus. Also es tut mir leid, ich habe, glaube ich, vergessen, dir einen Brief zu schreiben. Und deswegen habe ich dir Blumen besorgt, weil du was ganz Besonderes bist. Sind die für mich? Oh, das ist wirklich nett von dir.
Wie? Also du hast den ganzen Mädchen hier Briefe geschrieben und jetzt auch noch Blumen? Steve, aber du kannst doch nicht alle Mädchen toll finden und verliebt sein. Was? Das gibt's ja doch nicht sein. Alle Briefe von Steve? Oh, Steve, ich hab's dir doch gesagt. Unbekannter Verehrer und nicht so. Oh Mann, das ist voll nach hinten losgegangen. Ach je, Steve. Ja, ich kann dir das schlecht erklären mit der Liebe, aber so funktioniert das eigentlich nicht. Also du müsstest dich vielleicht schon entscheiden, aber mal sehen. Wie entscheiden? Also... Das Einzige, was ich jetzt sein kann, ist, ob ich einen Cheeseburger oder Chickenburger haben will. Aber bei den Mädchen, die finde ich doch alle total schön und total nett. Also Steve, ich mag dich auch ganz gerne. Also vielen Dank für die Blumen. Das hat mir wirklich geholfen. Jetzt bin ich nicht mehr traurig. Na gut, Kinder. Ach, das mit der Liebe ist wirklich so eine Sache. Können wir jetzt bitte mit dem Matheunterricht starten? Steve, also, was? Ich kann deine Freundin sein. Okay, auch ja, deine du. Freundin ja, ich dann bist auch du. Gerne deine Freundin. Oder du. Ich weiß es nicht. Wie? Ich dachte, die wären total sauer auf den. Das hat doch funktioniert. Naja, anscheinend bin ich doch ein guter Flirtlehrer. Also, ich sehe hier keine Konkurrenz. Also, der einzige Konkurrent könnte eigentlich nur Julian werden. Oh, Julian, da bist du ja schon. Was habe ich da gehört, Steve? Julian, Konkurrent? Hä? Ach, vergiss es einfach, Julian. Es geht um nichts. Steve, warte doch mal. Weswegen Konkurrent? Also, komm schon. Gibt's irgendeinen Wettbewerb hier, Turnier? Okay, was meinte Steve jetzt? Der will doch mit mir bestimmt um irgendwas kämpfen. Aber wo nur und um was? Auf jeden Fall bestimmt hier im Bällebad, weil er war ja gerade hier drinnen. Der hat bestimmt geübt. Guten Morgen, Julian. Wo willst du denn so schnell hin? Ich wollte jetzt nur meine Tasche wegbringen. Ich muss doch was üben. Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Und alle hopp, das ist der neue Sprung von Julian Vogel. Das kann keiner. Das war der zweifache Julian. Oh Mann, ich habe einen eigenen Trick. Also das wird Steve niemals so gut hinbekommen. Der wird auf jeden Fall verlieren. Julian, bist du gerade wirklich von der Treppe ins Bällebad gesprungen? Das geht so nicht. Boah, Julian, das war total cool, was du da gerade gemacht hast. Sah super aus. Super? Ich fand das gar nicht super. Aber ich hab doch nur geübt. Ja gut, okay, sorry, Brigitte. Oh, hey, Sarah, hat dir Steve etwa auch das gezeigt? Das hat er dir gezeigt. Wie eklig. Zum Glück habe ich das nicht gesehen. Oh Mann, und was macht Julian denn da? Oh Mann, und das war schon der dreifache Julian. Oh, klasse, ich werde auf jeden Fall gewinnen. Aua, Julian, ich wurde jetzt hier gerade mindestens von 10 Bällen getroffen. Was? Nur so wenige? Könnten nicht vielleicht ein paar mehr sein? Tut mir leid, Ashley. Sorry, wollte ich eigentlich nicht. Ich übe, weil ich mit Steve da was am Laufen habe. Ach, Julian, halt ich glaube, üben. Du hast da was falsch verstanden. Steve will nicht mit dir antreten im Bällebad. Hey, was? Das du weißt ist was ganz darüber? Anderes. Ashley, bleib doch hier. Worum geht's denn? Hier, Kira, was sagst du dazu? Hab ich selber gemacht. Steve, ist das wirklich das, was ich glaube? Das ist ja total ekelhaft. Und schnell wieder in die Tasche. Oh Mann, alle sind ja alle mega schockiert. Warum eigentlich? Das ist doch Kunst. Hey Kira, halt, stopp. Warte mal. Wir müssen mal unter vier Augen gerade reden. Also, ich wollte dich mal was fragen, was ganz, ganz Persönliches. Vielleicht verstehst du das jetzt auch falsch, aber... Hä? Sag mal, weißt du, was Steve eigentlich vorhat? Bitte, kannst du mir nicht verraten, was er gerade macht? Also über Steve will ich eigentlich gar nicht reden. Nein, danke. Oh, das muss was ziemlich Gefährliches und Cooles sein. Keiner will darüber reden. Aber was nur? Was führt der nur im Schilde? Ist das jetzt wirklich sein Ernst? Der will turnen? Da weißt du doch ganz genau, dass ich der Beste da bin. Da kommt keiner an mich ran. Oh Mann, Ashley, weißt du, was gerade mir mit Steve passiert ist? Oh, Kira, brauchst gar nicht weitersprechen. Ich kann es mir schon denken. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alle reden über mich. Wegen mir und meinem Kunstprojekt. Also, das ist ja auch ziemlich cool. Okay, Steve ist weg. Also, der möchte wahrscheinlich eine Turn-Challenge mit mir machen. Die wird er auf jeden Fall verlieren. Ich muss aber noch ein bisschen üben jetzt. So, und hopp. So, das gleiche kann ich hier auch nochmal. Hier auch der dreifache Julian, wie im Bällebad. Und mit einer Hand ist das auch kein Problem. Also, sag doch jetzt mal, habt ihr sowas gesehen oder noch nicht? Kunst dieser Art, die gibt es fast nirgendwo. Nein, sowas Ekliges habe ich zum Glück niemals vorher gesehen. Ja, und zumindest nicht in der Größe. Das war ja wirklich super eklig. Oh Mann, also wenn die Mädchen das eklig finden, gut, dann ist es richtige Kunst. Bestimmt. Oh, das ist ein gutes Zeichen. Oh Mann, Mädels, stellt euch mal vor, der verteilt hier irgendwo seine Kunst. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Am besten verstecken wir uns hier. Nicht, dass er das noch ins Bällebad legt. Das wäre wirklich furchtbar. Okay, ich bin bereit. Hey Steve, wir können anfangen. Also, welche Challenge hast du vorbereitet? Also, ich weiß ja... gut, okay. Ist schon in Ordnung. Ich zeig's dir. Also, Steve, ich weiß zwar nicht, warum du gegen mich antreten möchtest, aber du kannst es ruhig versuchen. Aber du weißt schon, dass ich der Beste im Turm bin. Also, lassen wir es lieber. Weißt du was? Ich gebe dir jetzt eine Kostprobe. Also, ich zeig dir mal den dreifachen Julian und dann hast du wahrscheinlich sowieso keine Lust mehr. Hey, was? Nein, es geht doch nicht ums Turnen. Es geht um was, wo ich der Beste bin. Um Kunst. Hey, Kunst? Aber ich kann doch gar nicht malen und so. Also, verstehe ich das gar nicht. Oh, sag doch jetzt, um was es geht.
Kinder, kommt ihr eben mal alle kurz zusammen? Ich will mit euch reden. Oh, hast du gehört? Brigitte ruft uns. Also ich sag's dir gleich danach. Oh, Steve, ist das dein Ernst? Das kannst du mir doch kurz sagen. Och, Mann. Sind denn jetzt alle da? Moment mal, da fehlt doch jemand. Wo ist denn Julian? Oh ja, chillax. Ich bin ja schon da. Wir können loslegen. Also, Julian, ich möchte zwar jetzt nicht böse klingen, aber ich glaube schon, dass ich der Beste bin. Also, Kinder, ich würde ganz gerne mal mit euch nochmal das ABC üben. Wir gehen gleich gemeinsam hoch. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Darauf hat er sich vorbereitet. Er ist der Beste im ABC sagen. Naja, ich weiß ja nicht. Aber vielleicht, ja, kann sein. Aber trotzdem, ich muss diesen Kampf annehmen, auf jeden Fall. Ich muss der Beste sein. So, wer von euch möchte denn jetzt mal anfangen, die ersten Buchstaben aufzuzählen, hm? Hier, ich will als erstes. Hier, bitte. Na gut, Julian, sonst bist du ja nicht so begeistert, was das Alphabet angeht, aber dann leg los. Okay, also A, B, C, D, F, nein, E, F, wie geht's weiter? Oh nein. Okay. Und Z. Das ging ja fix. Jetzt hast du eigentlich schon die ganzen Buchstaben vorweggenommen. Vielleicht hätte noch jemand anders gerne gewollt. Ja, aber die anderen wollten halt, glaube ich, nicht, weil ich bin auch der Beste, oder? Im ABC. Bitte sag das. Bitte sag schon. Komm schon. Ja, Julian, das hast du wirklich toll gemacht. Irgendwie ist es hier ziemlich unruhig. Vielleicht machen wir morgen einfach weiter. Geht wieder runter zum Spielen. Na gut. Wollen wir dann zusammen Puppen spielen? Ja, aber wir müssen eigentlich auch Steve im Auge behalten. Ihr wisst schon, warum. Los, Steve, sag es. Ich bin der Beste. Siehst du, ich habe die Challenge gewonnen. Was hast du gewonnen? Ich verstehe nicht. Ich hab dir doch noch gar nicht gesagt. Naja, aber wir sind ja hier jetzt alleine, jetzt kann ich dir erzählen. Warte kurz, ich muss kurz mein Kunstwerk hervorholen. Guck dir das mal an, hast du sowas schon mal gesehen? Ein Riesenpuppel. Wow, Steve! Oh Mann, Respekt, ist das dein Riesenpuppel? Hast du den nur mit deiner Puppel gemacht? Also ich habe bei mir zwar eine Puppelecke, das weiß auch keiner, aber so riesig ist das nicht. Ja, das ist alles von mir. Hat auch lange gedauert. Wo ich erkältet war, ging es ein bisschen schneller. Also, das hat ja 2 Monate gedauert etwa. Wow, also wirklich, da kriegst du einen Schulterklopfer von mir, Steve. Respekt, also, da kann ich nicht mithalten, sorry. Yeah! Ich hab die Popel-Challenge gewonnen! Was hab ich da gehört? Nee. Vielleicht ist das auch eine Herausforderung. Oh Mann, habt ihr das gerade wirklich gehört, wie Julian darauf reagiert hat? Oh Mann, das ist nicht eklig. Vielleicht sollten wir einfach spielen gehen. Ich glaube, alle Hoffnung ist verloren.